Hallo, liebe Zuhörer und Interessierte. Nun kommt der Teil 2 von Hart aber fair, weil das ist ja das Thema hier mit Energiewende in Gefahr und Heizpumpen, Elektroheizung, Einbau. Da sind ja sehr viele Themen betroffen. Das ist ja ein riesengroßer Kreis, was da alles noch berücksichtigt werden muss und was da noch an neuen Sachen. Da ist ja bald täglich immer wieder was Neues. Wir gehen mal in das Interview rein, weiter und ich sage dann wieder meine Meinung. Wer neu ist, Abo dalassen, das Video auf jeden Fall teilen und am Ende habe ich noch was Neues, was Herr Habeck jetzt wohl noch ein neues Gesetz rausbringen möchte. Aber da kommen wir dann am Ende des Videos, also bleibt bis zum Schluss dran und wir gehen mal jetzt hier wieder in das Interview, wo der Herr Tenhagen jetzt seine Meinung dazu sagt. Klöckner klang das gerade fast so, als hätte sie das Ölheizungsverbot damals schon erfunden. Stimmt Ich habe es nicht erfunden. Das wäre ja, es waren auch nicht die Schweizer, aber ich habe es auch nicht erfunden. Also nein, stimmt natürlich nicht. Das Problem ist schon tatsächlich so, dass die Regierung jetzt so eine Aufholjagd macht, weil das Klimaziel, was die letzte Regierung, nachdem das Verfassungsgericht sie gezwungen hat, festgelegt hat, also die letzte Regierung, große Koalition, ist vom Verfassungsgericht gezwungen worden, ein strengeres Klimagesetz zu machen. Dann hat die aber nicht viel umgesetzt davon und dann musste die neue Regierung muss ja diese Umsetzung vollziehen. Da ist die FDP mit. Da muss ich mir erstmal wieder reinhaken, weil so viel ich weiß, war die Legislaturperiode schon fast um die Hälfte wieder um. Und der Peter Altmaier hatte ja gar nicht mehr viel Zeit, dieses neue Klimagesetz irgendwie einzubringen. Und ich weiß gar nicht, wie das alles in, das war doch irgendwie Ausstieg aus der Kohle, jetzt doch ein bisschen früher. Da haben die ja auch sehr viel Druck gemacht, hier diese Klimaaktivisten, Fridays for Future, da sind hier alle Fridays auf die Straße gegangen und haben dann alle gegen das Klima gewettert. Damit fing der Stein an zu rollen und die waren ja, glaube ich, danach auch noch im Bundestag und haben den da irgendwie auch schon belästigt, den Altmaier. Und dadurch hat das Bundesverfassungsgericht dann irgendwie, ich weiß gar nicht, war das noch zeitgleich mit der Corona-Krise oder war das davor oder kurz dahinter, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das lief ja alles irgendwie so parallel. Und jetzt versucht man mit richtiger Geschwindigkeit alles hier umzusetzen. Und das, ich weiß gar nicht, ob die anderen Länder da auch alle so schnell mitgehen würden, finanziell mitgehen können, weil das muss sich auch jeder Einzelne leisten können. Diese ganze CO2-Bepreisung, das müssen sich ja auch die normal abhängig Beschäftigten auch finanziell leisten können. Auch hier der ganze Umbau mit den Sanierungen. Weil allein der Kauf der Wärmepumpe, damit ist das ja nicht getan. Da muss ja auch eine Fußbodenheizung rein. Und dann muss ja auch geprüft werden, ob die alten Heizkörper, das alles hier mit, ob das alles zusammenpasst. Also das ist gerade im Altbestand nicht so einfach. Aber gehen wir mal weiter rein. Mit dem Verkehrsministerium hinten dran, die weiß ich nicht, wie schnell sie rennt jetzt, aber sie ist jedenfalls hinten dran, fährt nicht so schnell wie der Porsche. Und im Wirtschaftsministerium muss ganz viel gemacht werden. Und das wird jetzt da versucht. Und aber das ist das jetzt in Gefahr, weil Greichen galt als ziemlicher Experte dieser Wärmewende, auch als eine Art Architekt. Jetzt ist er weg. Also ich hoffe ja, dass so ein Wirtschaftsministerium über eine Reihe von kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfügt. Denn den Gesetzentwurf gibt es schon, da müsste man ja eigentlich mitarbeiten können. Würde ich jetzt an der Stelle mal sagen. Das eigentliche Problem aber ist, dass die Leute ja sozusagen jetzt gesagt bekommen haben, ihr müsst schnell euch um diese Heizungsfrage kümmern, aber nicht gesagt worden ist, nein, ihr müsst euch gar nicht schnell um die Heizungsfrage kümmern. Die Regierung muss sich schnell um die Heizungsfrage kümmern. Weil das Gesetz sagt ja eigentlich nur, wenn deine Heizung kaputt geht, irgendwann zwischen jetzt und 2045, dann musst du die ersetzen und für das Ersetzen gibt es eine Vorschrift, die anders ist, als sie vorher war. Also irgendwann zwischen jetzt und 2045. So, das ist der Kern dessen, was da in diesem Gesetz drinsteht. Und ehrlich gesagt, wenn sie kaputt geht, das kann man ja nachgucken. In Deutschland gehen im Jahr 0,7% der Heizungen kaputt.
So, über den Daumen gepeilt. 140.000. Es werden 700.000, 800.000, 900.000 eingebaut. Das eigentlich zu bewältigen. Aber deswegen muss sich jetzt erstmal niemand große Sorgen machen. Letzter Punkt aber noch dabei. Die Leute wollen aber natürlich wissen, trotzdem, wenn ich das machen muss, dann kostet das 20, 30, 40, 50, 60.000 Euro. Wo kriege ich die denn her? Und da ist die Politik wieder gefordert, weil das... Also 40.000 Euro ist dann auch sehr günstig unten angesetzt. Sollte das Haus mit Dach und mit den Wänden und Kellersanierung, dann geht das schnell in die 100, 200.000 und da muss ja auch der Handwerker bezahlt werden. Das ist ja sehr unten angesetzt, ne? Und dann sagt er jetzt, wie hoch ist die Förderung und wer bekommt die Förderung? Steht ja noch völlig offen. Wollen die Leute natürlich schon wissen, kriege ich da 20.000, kriege ich da 30.000, kriege ich überhaupt kein Geld? Wir gucken auch noch genau in das Gesetz rein heute. Ich will einmal noch ganz kurz beim Staatssekretär bleiben und fragen Frau Göring-Eckardt, der Staatssekretär ist weg. Was heißt das jetzt für das Heizungsgesetz? Das heißt, dass es jetzt im parlamentarischen Verfahren bearbeitet wird, beraten wird und sehr schnell auch beschlossen werden soll, nämlich vor der Sommerpause. Das heißt, Greichen war gar nicht so wichtig? Doch, Greichen war wichtig. Der ist auch wirklich ein kluger Mann und hat sehr, sehr viele Jahre sich vorher schon darum gekümmert, wie kann man die Energiewende umsetzen. Er ist ja auch mal rausgegangen aus dem Ministerium. Der war ja schon Beamter, auch unter Peter Altmaier. Mhm. Und hat gesagt, hier wird es nichts, ich muss nach Alternativen schauen. Er ist jetzt weg. Trotzdem können wir das Gesetz machen, wir können es gut machen. Wir werden Veränderungen vornehmen müssen. Und das, was Herr Tenhagen sagt, stimmt ja. Die Leute brauchen jetzt Klarheit. Und zwar nicht eine Hängepartie und nicht ein Aussitzen und nicht ein Abwarten, sondern sie brauchen Klarheit. Aber sie brauchen und vor allen Dingen ein gutes Gesetz. Also Klarheit bei einem schlechten Gesetz bringt auch relativ wenig. Wir können uns ja gegenseitig ausreden lassen vielleicht. Sie brauchen Klarheit. Deswegen müssen wir jetzt intensiv arbeiten, dafür sorgen, dass es eine gute soziale Abfederung gibt, dass sich das alle leisten können, dass alle mitmachen können. Und ich glaube, und selbst wenn es ein paar Nachtschichten kostet, das können wir bis zur Sommerpause. Und da wird das Problem liegen, das werden sich nicht alle leisten können. Weil, soweit ich das noch weiß, gilt das ja erst, sind ja ab 80 die Leute ausgenommen, die brauchen keine neue Ölheizung. Wir reden ja erstmal ja auch nur von Ölheizung in dem alten Gesetz. Ich weiß gar nicht, ob die Gasheizungen da auch von betroffen sind. Die Gasheizungen sind ja erst jetzt betroffen, weil Nord Stream 2 in die Luft gesprengt ist und wir kein billiges Gas mehr aus Russland bekommen und das auch nicht mehr bekommen werden. Ich wette auch mit euch, sollte mal irgendwann Frieden kommen, der wird ja kommen, werden wir weiter die Sanktionen aufrechterhalten, weil man das dem Putin nicht verzeihen kann. Die ganzen Toten, der ganze Bachmut, die ganzen Vergewaltigungen, das wird man ihnen anrechnen. Man wird die Sanktionen vielleicht erst dann aufheben, lösen, wenn der vielleicht vor Gericht gekommen ist und der Putin ist verurteilt und sitzt im Gefängnis. Dann wird man vielleicht die Sanktionen auflösen. Aber die nächsten 10 oder 20 Jahre, so stelle ich mir das alles, könnte ich mir das vorstellen, dass die EU mit Deutschland sagt, falls die EU bis dahin noch gibt, wir machen keine Geschäfte mehr mit Russland, euren Rohstoffe, die billigen Rohstoffe wollen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt unsere Wärmepumpen, die über Strom laufen. Wir machen jetzt nur noch Strom mit Wind und Solar, mit Sonne und hoffen dann irgendwann mal mit grünem Wasserstoff. Das ist auch noch so ein Thema. Man muss ja auch andere, man kann nicht nur auf die Elektroheizung setzen. Auch genau, man kann auch nicht nur das Elektroauto, da müssen andere Alternativen angeboten werden. Man kann nicht nur auf eine Technik hier setzen, finde ich irgendwie dann auch schon wieder eine Mutmaßung, Anmaßung. Und man darf auch nicht vergessen, mit der Elektroheizung kommt ja gleichzeitig auch dieser Smart Meter. Ja, das heißt, mit diesem Smart Meter kann der Staat regulieren, wie viel Strom, wer Strom, wann abgeschaltet wird. Das kann der ganz klar steuern und kontrollieren. Das wird ja hier überhaupt nicht erwähnt. Das läuft ja parallel. Da laufen ja auch nicht nur, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, es läuft ja nicht nur das Gebäudeenergiegesetz, wo wir hier nur über diskutieren. Da sind ja noch drei andere, die da parallel mitlaufen. Ne? Einmal Energieeffizienzgesetz, dann das Emissionsschutzgesetz und was ich ganz wichtig finde, das Kommunalwärmeplanungsgesetz. Das ist eigentlich das wichtigste Gesetz, finde ich. Wo können die Stadtwerke, die einzelnen Gemeinden, Kommunen, Städte überhaupt neue Strom- und Trassenleitungen anlegen?
Das muss ja auch alles geplant. Da werden neue Abteilungen, neue GmbHs gegründet, die das alles hier bei der Stadt planen. Und das wird bestimmt, bis das erstmal alles steht, noch bestimmt 10 Jahre dauern. Und dann ist die Frage, betrifft das die öffentlichen Gebäude und oder die nur die privaten Gebäude? Aber habe ich ja auch schon, glaube ich, im alten Video gesagt, ich wiederhole das nochmal, damit man das hier so nicht vergisst und weil ich das eigentlich sehr wichtig finde, dass das immer wieder erwähnt wird. Ja, bei der Klarheit, das wollen Sie, aber so richtig klar ist da gar nichts, wie wir heute gesehen haben. Heute Vormittag, 11.30 Uhr. FDP-Generalsekretär Bijan Jirsaray fordert einen Neustart beim Heizungsgesetz. Hier sind einfach unfassbar viele Fehler. Deswegen sind hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip. Und die Debatten um punktuelle Veränderungen sind nicht hilfreich. Nur 3 Stunden später. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht vor der Presse. Es ist meiner Ansicht nach ein gutes Gesetz, das natürlich immer noch besser werden kann, das im Kabinett geeint war und mit der Zustimmung auch der FDP-Ressorts verabschiedet wurde. Den Einstieg in den Ausstieg aus der Verbrennung von Öl und Gas, der sollte jetzt gegangen werden und so ist es politisch vereinbart worden, so wie von uns vertragstreu erwartet wird, erwarte ich das natürlich auch von den Koalitionspartnern. Frau Göring-Eckardt, täuscht mein Eindruck oder ist Robert Habeck da richtig persönlich angefasst von dem Verhalten der FDP in dieser Frage? Ich glaube, er ist persönlich angefasst davon, dass er Verantwortung hat, dass wir Verantwortung haben als Regierung gemeinsam. Und wenn man so ein großes Projekt stemmen will und muss und soll, wenn man das 3-mal verabredet hat, einmal im Koalitionsvertrag, dann nochmal in der Koalitionsrunde, dann im Kabinett, dann kann und muss der Wirtschaftsminister davon ausgehen, dass das jetzt auch kommt. Und wie gesagt, ich setze mich auch gerne ein paar Nachtschichten hin und dann reden wir darüber. Aber viele der Forderungen der FDP, sorry Herr Dürr, das ist das, was schon genau im Gesetz steht. Zum Beispiel, dass es Hybridheizungen geben kann. Das steht schon im Gesetz. Kann man machen, sollte man machen, sollten wir auch dabei bleiben. Nur Herr Jusserei, Frau Göring-Eckardt hat ja jetzt heute gesagt, es bräuchte ein neues Gesetz. Herr Dürr, jetzt mal ganz direkt gefragt, wollen Sie dieses Heizungsgesetz überhaupt noch? Es braucht dringend ein neues Gebäudeenergiegesetz. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen, weil Herr Feldenkirchen das vorhin angedeutet hat und Frau Klöckner dann ergänzte im Sinne von, ja, wir haben damals die Ölheizung verboten. Das ist auch das Einzige, was die Große Koalition gemacht hat. Ob das übrigens sinnhaft ist, wenn man die Ölheizung auch mit anderen Brennstoffen, was mittlerweile die Schäden auch einsieht, nur damit ich hier sagen kann. Genau das ist das. Ne? Jetzt nochmal, also was ich jetzt hier so mitbekommen habe, wir haben ja Greichen und hier das Wirtschaftsministerium, Habeck, haben hier das Heizungsgesetz geschrieben, vorverfasst und dem Kabinett, wo ja FDP mit Herrn Lindner, Herr Buschmann, Herr Wissing, ja, jetzt bin ich wieder, Bauministerium haben wir noch, also ich glaube 5 Ressorts haben die FDP. Ja, und die sitzen ja dann mit der SPD und den Grünen zusammen. Und ich wette, dass Herr Habeck und Scholz in dem Kabinett gedrängelt haben, können wir uns hier einigen, machen wir das so, wie das hier von den Grünen vorgeschlagen worden ist, also von Herrn Habeck. Und da gab es bestimmt Streit mit Lindner und so, weil das muss ja auch finanziert werden. Was mich dabei immer stört, ist diese Geschwindigkeit. Man möchte jetzt unbedingt bis zu den Sommerferien dieses Gesetz im Bundestag verabschieden. Da werden die sowieso alle abstimmen. Da wird ein paar Diskussionen, AfD dagegen, die Linken dagegen. Aber die Mehrheit haben die ja, weil die ja geschlossen dagegen stimmen werden, dafür stimmen werden, für das Gesetz. Jetzt kommt die FDP danach und sagen, das ganze Gesetz muss neu geschrieben werden. Man verschiebt das aus dem Kabinett, möchte man das in den Bundestag klären, weil die genau wissen, da haben wir ja die Mehrheit, da wird es verheißte Debatten geben, aber ist ja egal, wir stimmen trotzdem dafür, dann wäre da das Habeck-Gesetz, so wie das jetzt geschrieben ist, durch. Da kann man ja eigentlich noch froh sein, dass die FDP jetzt da quer schießt, in meinen Augen, wollen ein ganz neues Gesetz und schicken das zurück und klar ist der Habeck sauer und
Greichen spielt jetzt gar keine Rolle. Da sind ja noch ganz andere, die das Gesetz schon mitgeschrieben haben. Das ist ja nur eine Personalie, aber es geht ja um das Gesetz. Ne? Und bin ja, erstmal werden die das gar nicht mehr schaffen bis zu den Sommerferien. Das ist ja hier in 8 Wochen. Das wird dann hier in den Winter reinkommen. Bis dahin bin ich mal gespannt, wie das Gesetz verändert geschrieben wird, mit 80 Jahren mit nur Wärmepumpe oder HD-Ready, Wasserstoff-Ready, 65% erneuerbare Energien. Wer das überhaupt ist, die Erneuerbaren, ist auch noch völlig offen mit Pellets, mit PV-Anlagen, braucht man 2 Heizungen. Das ist doch alles gar nicht richtig ausdiskutiert in meinen Augen. Jetzt fängt die Diskussion an, weil die Leute merken, 2024 ist ja schon nächstes Jahr. Und wenn da die Heizung kaputt geht in 2024, ne, wie er sagte, die Ölheizung oder auch die Gasheizung, wenn der Monteur nachher sagt, oder hier, ich weiß gar nicht, wer entscheidet das, Schornsteinfeger, der muss man ja reinlassen, da kann man ja nicht sagen, ich lasse keinen da rein. Das ist ja direkt eine Strafe. Dann muss das Geld ja auch da liegen, da muss ja auch geklärt sein, wie ist die Förderung, was kostet mir das und muss ich denn, wo kann ich die Heizung hinstellen, die Räumlichkeiten, und dann ist die Frage, muss ich denn mein Haus sanieren, ne, mit Dachdämmung, Heizung, Fenster, Wände und etc. Das ist ein großer Kostenfaktor und da kommt man bestimmt nicht mit 40.000 Euro aus. Und solange das nicht geklärt ist, ich habe mal gehört, dass durch Herr Dürr, solange nicht geklärt ist, wie die Zuschüsse vom Staat sind, weil da für viele ja eine sehr hohe Belastung, gerade für die Rentner, die jetzt das Haus dafür gearbeitet haben und das sich abgespart haben und jetzt dann da mietfrei wohnen, wegen Renten, ja, also Rentenabsicherung haben ja viele ein Haus, damit die dann nachher nichts Miete, ist ja eine Lebensbelastung, da reicht die Rente ja vorne und hinten nicht, je nachdem wie hoch die ist. Und das ist noch gar, da muss man vielleicht alle Rentner mit reinnehmen. Dass man nicht ab 80 zum Beispiel, sondern alle Rentner, da hat sich ja der Kevin Kühnert ja auch schon irgendwie zu geäußert, dass das Gesetz so nicht durchgeht, dass die jetzt nicht so absegnen werden. Und die SPD ist da, glaube ich, auch nicht mit einverstanden. Und sollte das irgendwie, wenn wir hier so einen Streit haben, für so ein Gesetz, der Lindner redet da ganz anders, der sagt, so kommt das auch nicht durch, dann wird das hier auch, sollte das hier nicht zustande kommen, muss der Habeck eigentlich zurücktreten, dann kann er eigentlich nicht, da ist eigentlich die ganze Regierung, die kann da vielleicht drüber stolpern, dass wir vielleicht nachher auch Neuwahlen haben. Bekommen werden. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Ich will genau auf den Punkt aber hinaus. Die Frage ist ja, lassen wir die Menschen in eine Kostenfalle laufen? Und das alte Gesetz würde sie, da bin ich durchaus einer Meinung auch mit den Grünen, das alte Gesetz würde sie in eine Kostenfalle laufen lassen. Das Gesetz von der Großen Koalition, das würde sie in eine Kostenfalle laufen lassen, weil die CO2-Preise steigen. Und jetzt müssen wir aufpassen, Herr Klamroth, wenn wir das Gesetz so machen, wie Robert Habeck es vorgeschlagen hat, würde sie es eine Kostenfalle, die privaten Haushalte, in eine Kostenfalle laufen lassen, sage ich mal, in Bezug auf Wärmepumpen und den Umbau der Häuser. Die Heizung muss zum Haus passen und nicht umgekehrt. Und deswegen bestehen wir auf diese Technologieoffenheit. Und da hat Bijan Cesaray recht. Das ist zurzeit im Gesetz noch nicht ausreichend da. Und das ist auch übrigens im Kabinett genauso beschlossen worden. Aber was mich schon wundert, Herr Klamroth, ist schon sehr auffällig. Ich frage einmal kurz nach, damit wir jetzt mal alle Verständnis haben. Und dann können wir sofort weitermachen. Ja. Herr Dürr, kurze Frage, nur damit das klar ist. Es gibt ja schon einen Gesetzentwurf, der hat das Kabinett passiert, der hat den Koalitionsausschuss passiert und so weiter. Die Frage ist, wollen Sie jetzt also nochmal diesen Weg gehen, eine neue Gesetzesvorlage durch das Kabinett bringen? Wir werden im parlamentarischen Verfahren dieses Gesetz ändern. Und dass Veränderungen notwendig sind, hat sogar Robert Habeck öffentlich gesagt. Auch die SPD, das ist gar kein Widerspruch. Dafür ist das Parlament auch da. Also braucht es doch kein neues. Zurzeit, dass dieses Gesetz, es braucht ein neues Gebäudeenergiegesetz. Was wir ja machen, ist ein bestehendes Gesetz ändern und es muss besser werden. Aber dieser Vorschlag reicht mir noch nicht aus. Ich will nur mal ein Beispiel sagen, Herr Klamroth. In Deutschland haben wir ein Gasnetz, 500.000 Kilometer. Das hat einen Wert von 270 Milliarden Euro. Und meine Sorge beim
aktuellen Gesetz ist. Das Gasgesetz wird quasi außer Kraft gesetzt. Einige Grünen sagen auch, dass das eigentlich der Plan sei. Außer Kraft gesetzt. Und dann muss ein Stromnetz so zugebaut werden für mehrere hundert Milliarden Euro. Und das zahlt jemand, nämlich die privaten Haushalte. Das meine ich mit Kostenfalle. Es darf weder in die Kostenfalle getappt werden der Großen Koalition mit den steigenden CO2-Kosten. Die sind real da. Das weiß auch jeder. Deswegen brauchen wir eine Novelle. Aber eine Novelle, die mehrere Technologien erlaubt. Deswegen bestehen wir genau auf diese Technologieoffenheit. Und die Wahrheit, im aktuellen Gesetz sind Gasheizungen so nicht möglich. Das sagt ja nur die FDP. Genau darum geht's. Ne? Dieses Gasnetz, was jetzt zurzeit noch da ist, wird zurückgefahren, wird abgestellt, nach und nach. Und das ist das Gesetz, Kommunale Wärmeplanungsgesetz. Also das vierte, wo gar nicht drüber geredet wird. Wie muss das jetzt, die meisten Leute heizen mit Gas, ich glaube 70%, das wird zurückgefahren. Dieses Gasnetz hat einen Wert von 270 Milliarden Euro. Da muss alles umgebaut werden und die einzelnen Haushalte müssen dann mit neuen Stromleitungen, oder geht da über die jetzigen Stromleitungen, kann ich mir kaum vorstellen, da müssen ja neue Leitungen vielleicht gelegt werden. Das wird immense Kosten beherbergen und das werden ja dann die privaten Haushalte bezahlen müssen. Das heißt, wie hoch soll denn nachher der Strompreis sein? Gehen wir denn, wir zahlen ja jetzt schon den teuersten Strompreis weltweit und das wird doch nicht billiger. Da ist ja nach, wer soll das denn nachher alles noch bezahlen können? Wenn das jetzt alles mal, stellen wir mal vor, jetzt haben alle Haushalte Wärmepumpen. Alles ist umgebaut mit immensen Kosten. Wer trägt denn dann, das wird ja erstmal, wie lange dauert das denn, dieser Umbau? Ne? Klar muss man jetzt irgendwann anfangen, aber geht mir viel zu schnell, ist überhaupt nicht kalkuliert. Was kommen da auf Kosten? Welche Kosten kommen da auf uns zu? Das muss doch ganz klar geklärt werden. Aber jetzt noch ein Punkt, das habe ich halt morgen gelesen. Hat jetzt nichts mehr mit dem Interview zu tun, aber das wollte ich euch mal eben hier. Warte mal. Mitteilen, habe ich die Seite? Da kommt jetzt wieder ein neues Gesetz. Ne? Wärmeplanung und Dekarbonisierung. Habecks nächster Heizstreich. Entwurf sickert durch. Wohl Folgen für Mieter, Eigentümer und Kommunen. Ne, ich lese mal hier kurz vor. Das ist jetzt ganz neu. Also ist noch gar nicht hier spruchreif eigentlich. Offenbar plant der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ein weiteres Heizgesetz. Er will Details zum Heizverhalten der Deutschen sammeln. München. Die Debatten um das Heizgesetz vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, reißen nicht ab. Jetzt hat er sogar dem Koalitionspartner FDP Wortbruch vorgeworfen. Ja, kann man verstehen, weil man hätte im Kabinett, hätte man da schon nicht zustimmen dürfen, aber dann wäre der Scholz. Da haben die gesagt, nee, bevor wir jetzt die Nächte lang sitzen, winken wir das bis zum Bundestag durch. Und das wird jetzt hier, das gibt es hier ein Durcheinander. Ne? Kann man verstehen, klar ist der Habeck sauer. Ne? Und offenbar plant der grüne Minister derbe schon jetzt ein weiteres Heizgesetz, das für neue Diskussionen sorgen dürfte. Der Entwurf dazu umfasst 89 Seiten und trägt wohl den Namen Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze, wie Bild-Zeitung berichtet. Demnach stellt Habeck darin Forderungen an Bundesländer und Kommunen. Sie sollen etwa gebäudescharfe jährliche Energieverbräuche der letzten 3 Jahre in Kilowattstunden pro Jahr feststellen. Ja, und mit feststellen die letzten 3 Jahre. Ne? Oder wie verstehe ich das? Für die Zukunft. Mal gucken. Für die Eigentümer und Mieter in den entsprechenden Gebäuden bedeutet das somit, sie müssen ihren Energieverbrauch der letzten 3 Jahre an die jeweiligen Behörden melden.
Habeck fordert daneben weitere Details zum Heizverhalten. Die Kommunen sollen dem Wunsch des Ministers zufolge ermitteln, wie in den jeweiligen Gebäuden geheizt wird und wann diese Heizungsanlagen jeweils in Betrieb genommen wurden. Damit ist die Sache allerdings nicht erledigt. Der Minister will noch mehr Informationen zum Gebäude, wie die Bild mitteilte. Dazu gehören Details wie Lage, Baujahr, Nutzung und ob es sich um eine geschützte Bausubstanz handelt. Habecks Ministerium legt neuen Entwurf vor. Strafe bis zu 1 Million Euro möglich. Wird direkt mit Strafen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwo unfassbar. Das hat ein Gesetz noch gar nicht richtig durch. Da kommt schon wieder was Neues. Wer weiß, was noch alles im Petto kommt. Heftig, also mega heftig, ne? Für die Kommunen würde das einen riesigen Aufwand mit sich bringen. Ziel des Vorhabens, die Erstellung einer Bestandsanalyse, falls nötig und möglich auch das Abgreifen von Daten aus Gebäuderegistern, Grundbüchern oder Energieausweisen. Der Minister plant somit wohl eine Durchleuchtung bis ins kleinste Detail und will Bildinformationen zufolge alle Gebäude in Deutschland bis 2045 ohne Öl- und Gasheizung heizen lassen. Da geht der Trend hin. Also alles auf Strom. Darauf können wir uns einstellen und ob das umsetzbar ist, was das kostet, wer das alles bezahlen muss. Ja. Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen bis Ende 2026 Energiepläne vorlegen, wie das gelingen kann. Kleinere Städte und Landkreise haben dafür bis 2028 Zeit. Falls die Vorstellungen von Habeck zur Vorlegung von Wärmeplänen nicht erfüllt werden, drohen den Kommunen Strafen bis zu 100.000 Euro, dass direkt hier mit Strafen gedroht wird. Was sagen denn jetzt hier die Städte und Kommunen dazu? Ist das überhaupt machbar? Ist das überhaupt erwünscht? So sollte nach 2045 noch mit Öl oder Gas geheizt werden, fällt die Strafe den Plänen zufolge deutlich saftiger aus. Die Rede ist von bis zu 1 Million Euro Strafe. Ist ja schon heftig, ne? Mal gucken, ich habe hier noch ein paar Kommentare. Dann habe ich das Video in Teil 2 dann durch. Gucken wir mal, wie einige Leser hier drauf reagieren. Bei allem Respekt. Hat der jetzt komplett eine Macke? Einen Dreck werde ich vorlegen. Das geht dem Typen absolut nichts an. Was ich für Heizkosten in den letzten 3 Jahren hatte. Ich habe dafür bezahlt und fertig. Strafe aber nicht mit mir. Die hetzen das voll komplett gegeneinander auf. Merk mal was in Berlin. Da sehe ich genauso. Weg mit diesen Idioten. Dieser Mann eine Gefahr für Deutschland. Das Dritte Reich kommt zurück. Herr Habeck. Es wird allerhöchste Zeit, dass er sein Amt abgibt. Es ist traurig, dass die anderen beiden Parteien so etwas mitmachen. Ja, mal abwarten, ob die SPD und FDP da zustimmen. Da müssen wir erstmal abwarten. Und wenn der Habeck weg ist, kommt Ricarda Lang. Die ist für mich noch schlimmer. Die hat für mich noch weniger. Tun sich vielleicht beide nichts, aber die hat für mich gar keine Ahnung. Aber die hat ein loses Mundwerk, wie man so schön sagt, ne? Ich sage ja, wir bekommen bald wieder unser Blockwart, ein strammer Parteigenosse mit quietschgrüner Uniform und Sonnenblumenarmbinde und Moosdache. Ja, so ist die Stimmung. Ich meine, schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr das jetzt hier seht. Wie ist die Diskussion? Braucht man so ein Gesetz überhaupt? Aber wir wollen ja weg von Gasheizung, was ich eigentlich... Die meisten heizen noch mit Gas, außer vielleicht Frankreich oder jetzt Dänemark mit Fernwärme. Aber das ist ja schon seit 20 Jahren nach und nach so gemacht worden, die Technik. Aber schreibt mal in die Kommentare rein. Ich bin hier auch wieder schockiert. Eigentlich müssen die Grünen aus der Regierung total raus. Wenn man Özdemir hört, der will hier uns genau vorschreiben, was wir zu essen haben, mit was weiß ich was. Und das wird ja über den Preis... wird uns das richtig schwer gemacht, mal ein Stück Fleisch zu kaufen oder irgendwas, was Kalorien hat. Das wird richtig teuer werden. Oder halt Strom, Erdöl, Heizgas,
Heizgas und Diesel, Benzin wird um das 10, 20-fache steigen, wenn die das über den Preis machen. Und wenn nachher hier Leute durchlaufen, wie hier so ein Schornsteinfeger oder Polizei, und die sehen, du hast noch nicht umgestellt oder 1 Million Euro Strafe. Stellt euch das mal vor. Ja, okay. Schreibt mal in den Kommentaren rein, teilt das Video und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.